bin wohl nicht Isa, oder? Anscheinend jetzt schon. Hey, ich bin Isa. Ja, dann bist du jetzt ja ich, oder? Dann musst du sagen, ich also, bin Sascha. Hi, ich bin Sascha. Oh, warte, sorry. Hi, ich bin Sascha. Ah. Jetzt sag uns einen Spruch. Was soll das denn sagen? Du hast gesagt, noch vor. Sag den jetzt. Du hast gesagt, du bereitest es vor. Du hast es vorbereitet. Mein Gott, jetzt schon wieder. Wir sind Dennis und Benny. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns die Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und löse uns nicht, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow. Und damit herzlich willkommen zu einer Hilfe heute mit Technik, die heute mit Imagine Dragons, whatever it takes. Was verbindet ihr mit dieser Band, Isa? League of Legends. Ach so, ist das ein Intro-Song oder wird das unter... Wir haben ein Lied dafür gemacht, sogar zwei. Ich spiele selber sogar League. Und was ist mit dir heute los? Wollen wir heute mal wieder abziehen, Junge? Ey, Alter, ey, was ist los, was geht ab, Bruder? Das ist mal Familie, Bruder. Bruder, Leute, Bruder, ha! Nee, keine religiösen Sachen. Alles gut? Alles klar. Dann weiter. Oh, nein! Das ist Shoes mit... Drei. Love Tonight. Mit dem Song habe ich nur negative Bilder im Kopf. Wieso das denn? Mykonos letztes Jahr. Drei Adjektive, die Mykonos für dich beschreiben. Absturz. Das ist kein Adjektiv, aber okay. Ekelhaft ist ein Adjektiv. Wie Wörter. Wollen wir mal kurz erklären, wo das Geräusch herkommt? Lisa, hört mir kurz den Hund hoch, damit die Leute wissen, woher das herkommt. Oh. Nein, so. Tiere suchen ein Zuhause. Möchten Sie diesen Hund? Schreiben Sie jetzt in die Kommentare. Wenn Sie ein tolles Heim... Nur mit der Halterin zusammen weggegeben. Genau. Also bitte für beide bewerben. Und dann freuen wir uns doch. Bitte einen. Schnell melden. Meatloaf, I would do anything for love. Sorry, ich bin kein Fußball. Das ist ein Banger. Der Song ist gut, den kann man nicht haten. Das ist ein guter Song. Der Mann ist gestorben. Ich verbitte das mir! Als der Song rauskam, war der 20 oder so. Habe ich gerade Abi gemacht. Das war eine tolle Zeit, eine wilde Zeit. Isa, was machst du schulisch? Bist du noch dabei oder hast du schon was fertig gemacht? Ach so, ich habe mein Abitur gemacht. Hey. Abitur? Schnitt? 3,3. Ja, gut, durch ist durch. Hauptsache, man war da. Das war die tollste Zeit meines Lebens. Und Jahrgang 98. Grüße. What the heck? Das ist Ron Bilecki mit Nice Schwanz, Bro. Ach, nein! Gestern noch im Auto gehört. Gestern noch im Auto gehört. Hast du dieses Kompliment schon mal bekommen, Sascha? Nie. Noch nie. Wie hast du so einen schon mal verteilt? Ich glaube, die letzte Frau, die meinen gesehen hat, war meine Mom, glaube ich, mit 5 oder so, als sie mich noch gebadet hat. Ja. Und dürfte sie sich heute auch noch mal einseifen? Ganz ehrlich, warum wäre das denn schlimm? Weil es ist doch eigentlich Fleisch und Blut. Weil man irgendwann in diese Pubertät kommt und dann es einfach einem unangenehm wird und es halt nicht mehr angebracht. Aber ich bekomme keine Erektion, weil meine Mutter mich wäscht. Ja gut, aber deine Mom wäscht sich ja, weil du... Ja? Kannst du mich aber selber mit dem Rücken einschäumen? Wo ist das Problem? Wir waren doch auf Malle auch zusammen baden, oder? Ja, die Eltern machen es ja nur, wenn man jung ist, weil man es nicht selber kann. Und danach macht man es selber, wenn man es selber ich glaube, Benny braucht Hilfe mittlerweile. Ja, ich glaube auch, ich komme nicht mehr ran. Wir wollen zu viel mal baden gehen. Aber seid ihr extrem heiße Bader oder extrem kalt? Ich habe dieses Thermometer, was man zum Kochen benutzt. Das heißt, ich fahre immer ins Wasser. 75 Grad, vorher kriegt ihr mich nicht rein. Es verstört nach heute. Ich muss in Therapie danach mit dem Kind. Ich wollte nur kommen, bis den Songs erraten, auch wieder gehen. Walla, du therapierst! Walla! Ja. I'm a Popstar, but this shit is... Nein! Das geht nicht! Das ist DJ Khaled und Drake und das ist Popstar. Was du? Das ist so TikTok-Mucke.
Das ist cool. Drake ist keine TikTok-Mucke. Den Song hätte ich auch gewusst. Genau. Klasse, ey. Ich hab noch eigenen, das denkst du. Komm, machen wir unseren mal. Ja, komm, Bro. Machen wir das immer so. Klar. Und weiter. Das geht doch viel weiter. Das ist ja unangenehm. Ja, das ist super cool. Nein, das ist unangenehm. Das ist super cool. Das ist unangenehm. Sag deiner Frau, mal, soll mich nicht so angucken. Dünnes Eis. Es ist nicht leicht. Pietro Lombardi vorbei. Komm mit dir runter. Du hast abgesetzt. Pietro Lombardi ist doch ein Kumpel von dir, Sascha, oder? Ja. Schon lange nicht mehr gesehen, aber liebe Grüße an Pietro. Der hat doch viel zu tun, der muss viele Hits schreiben. Ja, ich glaube, der ist jetzt auch auf TikTok aktiv. Isa, machst du TikToks? Nein. Warum? Das ist nicht so mein Ding. Doch, die macht das. Ja. Wir müssen nur ein bisschen, wir können ja so ein bisschen mal gucken und jetzt was einblenden. Nehmt den mit der Sniper. Man sieht mich meistens sitzen, denn ich kann nicht lange stehen. Skö von Drachenlord. Du willst doch bald auf Deutschland-Tour gehen, oder? In seinem neuen Ford Ranger. Mit Alberto. Ich will ihn auf jeden Fall im Knast besuchen. Ja. Da bringe ich ihm alles mit. Kuchen. Warum soll ich in den Knast gehen? Warum soll ich reingehen? Das ist ein Jeder seit Jahren. Unabhängig davon, egal was wir heute machen, es reicht eigentlich ein Wort zu sagen und Benny beendet den ganzen Satz. Ja, voll. Und fügt dann noch drei Sätze hinzu. Und die Stimmlage hat sich in der Zeit irgendwie fünfmal verändert bei ihm. Ja. Bruder, ist klar bei ihm, Medikamente weiß. Bruder, ich komm klar. Was macht Familie? Alles super? Wie geht's deinem Sohn? Ich hab alle getötet. Ging auf den Sack. Jala. Ging mir auf Sack. Dann noch einen schönen Tag. Gott sei mit dir. Happier, Kaigo? Oh, fuck you! Ja. Wenn du so um 7 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit bist, also nicht, dass ich es wüsste, weil ich bin arbeitslos seit 5 Monaten, wisst ihr, aber... Vor den 5 Monaten. Was macht euch glücklich, Isa? Was macht dich glücklich? Hier zu sein. Hey! Was ist da los? Sascha, was macht dich glücklich? Oh, McDonalds-Gutschein Nummer 43. Es gibt auch Burger King und gibt auch KFC. Der Root Sandstorm? Ich hab nicht früher im Club getanzt. Hey, du ehrlich. Ehrlich gut. Das war gut, Bro. Der war schon Mama, doch! Harte Probleme, da hilft doch kein Jammer. Ich passe zwar kein Gabba, doch laufe wie dein Vater. Das Finch, Gabba Girl. Mit Paul. Paul ist stark. Wow, das ist ja jetzt die Überraschung. Ja, klar, da steht's unten, habe ich gelesen. Da stand's ja. Okay, damit haben wir noch 2 Punkte und dann können wir endlich den Feierabend genießen und dann endlich ab auf die Autobahn Richtung Vermont Outlet. Ja, nicht wer in Vermont gibt es ein Outlet. Vermont? Nee, gibt's denn nicht. Vermont trinkt man, ne? Nee, Wermut trinkt man. Ach so. Hör auf, ja. Ey, wir sind eigentlich, ihr könntet hier jeden hinstellen, ne? Wir füllen einfach nur die Gegnerauswahl heute so. Ihr macht heute das ganze Programm. Ihr hättet hier einen Titel schreiben können. Ja. Mali Buffalo Soldier. Nein! Ja, du! Was hat er gesagt? Es ist Buffalo Soldier. Ich hab gedacht American Soldier und deswegen war ich so, nee, das kann's nicht sein. Hört ihr gern so Reggae beim Kiffen? Ich sag euch mal so, wie es ist.
eigentlich ist es hier komplett falsch. Isa und ich wollten gegeneinander spielen, weil Isa meinte, sie ist besser als ich. Und guckt euch an, wo ich jetzt stehe. Ich bin am Polieren, Mann. Ja, aber das Lieder sind für 80-Jährige, außer das jetzt. Wow, wow. Das ist Schubladendenken im Jahre 2020. Ja, das hast du selber vorhin gesagt. Rückwärtsrunde. Das ist Hey Brother Avicii. Ja, fuck you! Oh mein Gott. Ist das so süß auch? Also, so Avicii kenn ich. Ja, Ruhe in Frieden an Avicii. Ruhe in Frieden. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had. Das ist Aloe Black mit I Need a Dollar. Sag es doch, wenn du mir ins Ohr fühlst. Sag es doch damit. Das ist ein Lied, oder? Let's go! Wir haben uns zurückgekämpft. Und jetzt seid ihr auf einmal ganz leise. Benni, was ist los mit dir? Ja, du flüsterst mich an. Ist das ein Niedel Dollar? Du musst buzzern, dann kriegst du den Punkt. Ich hab, vergessen, wie man spielt. Okay, weiter, komm, jetzt komm, wir kriegen haben jetzt. Haben wir beide? Mann, Doppelmatchball. Nein. Hier, gib mal die Hand. Hier geht's von sei mir. Sei da, Junge! Kann mir mal ein Lied reinmachen, was ich kenne. Okay. Sagen kann. Das ist meine Zeit für Party in the USA. Nein! Der Tonmann ist der Beste! Der Tonmann ist der Beste! Und damit gewinnen Sascha und Isa. Oh mein Gott! Die du hast ein Leben gerettet und die Ananas! Oh mein Gott! Die goldenen Ananas! Was ist passiert? Da gibt es noch mal kurz einen. Das war unglaublich. Das ist so einfach! Sascha, die Ananas. Man merkt die Chemie zwischen uns beiden. Ich hab den Hund gerettet und gleichzeitig die Ananas. Das ist ja. Das ist die bei Noten. Hättet ihr es gewusst, den Song? Ja! Ja. Schade. Das ist mein Lebensmotto. Party in the USA. So angesäuert. Man kann nicht immer nur gewinnen. Man wächst. Hast du heute auch einen erkannt? Ich muss es mal jetzt machen. Hast du auch einen erkannt heute? Mach mich schnell da. Ja, es kommt ein bisschen Fazit. Mach mich schnell da. Hast du heute ein Tor geschossen? Ich habe sehr viele Tore geschossen. Okay. Ich glaube, oben rechts ist der Untergang von Benny Wolter, oder? Ja. Das passt ja zum Thema von Simplicissimus. Was ist mit Benny Wolter passiert? Und unten gibt's die letzte Folge. Ja. Kennst du den Song? Danke, dass ihr beiden dabei wart. Hey, danke, dass wir da sein durften. Es war uns ein Fest. Amen!